Drohnenaufnahmen von der polnisch-belarussischen Grenze. Rund 3.500 Menschen sind nach Polizeiangaben inzwischen an der belarussischen Seite des Grenzübergangs Kusnica versammelt. Hergeschleust wurden sie mit aktiver Unterstützung des belarussischen Diktators Lukaschenko. Alle diejenigen, die hier in der Kälte ausharren, wurden mit falschen Versprechen nach Europa gelockt. Kamaran Mohammed war einer von ihnen. Der irakische Kurde ist zurück in seiner Heimat. Sein Versuch, mit seiner Familie über Belarus nach Deutschland zu gelangen, scheiterte. Jedes Visum hat mich 1.400 Dollar gekostet. Ich wollte direkt nach Deutschland. Ich hätte nie gedacht, dass ich wieder hierher zurückkehre. Ich dachte, ich werde ein Bürger dort, lasse mich nieder. Aber die polnische Regierung hat uns abgeschoben. Mohammeds fünfköpfige Familie war mit belarussischen Touristenvisa nach Minsk eingereist. Die Reisedokumente waren in den vergangenen Wochen überaus leicht zu erhalten. Ein örtlicher Reiseunternehmer bestätigt das. Ein belarussisches Visum kostet 1.200 bis 1.400 US-Dollar. Einige Reiseunternehmen bieten eine Pauschale mit Flug für 3.000 bis 3.500 US-Dollar. Wir sehen nur, dass sie ein belarussisches Visum im Pass haben oder eine Einladung. Wir können die Menschen nicht davon abhalten, zu reisen. Sie sagen, dass sie nach Dubai reisen und haben auch dafür entsprechende Visa. Wie es nach ihrer Ankunft in Minsk weitergehen sollte, wurde der Familie von Kamaran Mohammed erst klar, als sie plötzlich an die Grenze gebracht wurden. Die belarussischen Behörden sagten, wir müssen los. Sie haben uns nachts in Gruppen eingeteilt und in Autos an die Grenze gebracht. In manchen Nächten versuchten wir zweimal über die Grenze zu kommen, aber auf der anderen Seite wurden wir wieder zurückgewiesen, auf diese Seite des Zauns. Ich hatte Angst, mein Kind zu verlieren. Nachts, als er schlief, habe ich meine Hand auf seine Brust, auf sein Gesicht gelegt, um sicherzugehen, dass er noch lebt. Ich habe nur auf seinen Herzschlag gehört. Kamaran Mohammeds Familie wurde nach eigenen Angaben am 31. Oktober von polnischen Behörden zurück in den Irak abgeschoben. In der Hoffnung auf ein sichereres Leben haben sie viel Geld ausgegeben und nichts erreicht. Solche Berichte aus dem Grenzgebiet schrecken andere offenbar nicht davon ab, es trotzdem zu wagen. Der Inhaber dieses Friseurladens in Sulaimania plant die Reise mit seiner Familie. Für meine Kinder, ich habe auch Angst, aber ich weiß nicht, was ich mache. Ich mache für meine Kinder. Wenn ich schaue hier, glauben Sie mir, nicht hier wie hier. Das hier ist gefährlich, nicht dort. Hier an der EU-Grenze sind bislang 8 Menschen gestorben. Ein neues EU-Sanktionsinstrument soll nun gegen Fluggesellschaften eingesetzt werden können, die Migranten zur Weiterschleusung in die EU nach Belarus fliegen. Der Irak will am Donnerstag mit einem ersten Sonderflug irakische Flüchtlinge aus Belarus zurück in die Heimat bringen. Die Rückkehr soll freiwillig sein.